Ja, der OFC darf einen neuen Neuzugang vorstellen und einige von Ihnen dürften ihn eigentlich schon kennen. Herzlich willkommen in Offenbach, Maximilian Engel. Hi. Servus, hi, ich freue mich, dass ich jetzt endlich hier sein darf. Genau. Wie geht's dir? Wie bist du angekommen? Wie hat dich die Mannschaft aufgenommen? Also, sehr gut, ich bin jetzt einfach froh, dass ich jetzt hier beim OFC spielen kann, dass ich jetzt auch die Trainingswoche letzte Woche mitmachen konnte. Die Jungs sind super, haben mich super aufgenommen und freue mich jetzt einfach, dass es endlich losgeht und dass wir hier Punkte holen können. Ja, ich habe es angesprochen, einige kennen dich schon. Du hast nämlich sogar schon für uns gespielt. Erzähl's uns. Ja, ich hatte die Möglichkeit, am Wochenende, am Samstag, das Spiel gegen Würzburg mitzumachen. Da zum ersten Mal so ein bisschen reinzuschnuppern und hat super Spaß gemacht. War froh, dass ich auf dem Platz stehen konnte und dass wir am Ende natürlich auch 2-1 gewonnen haben. Ja, da hast du uns regelrecht gerettet in der Schlussphase mit 2 guten Paraden noch. Wir haben es nicht vergessen. Wie hat es jetzt geklappt, dass du endgültig zu uns gewechselt bist? Na, der Kontakt kam mir schon damals über einen Alex Schmidt. Den hatte ich ja damals schon bei Türkgücü München, der erste Kontakt. Und dann kam die Anfrage, ob ich nicht mal mittrainieren will. Habe mir das natürlich gerne angeschaut. Und da mein Vertrag ausgelaufen ist in Augsburg und ich auch Lust hatte, endlich mal was Neues zu machen, dachte ich mir, gut, schaue ich es mir an, hat Spaß gemacht, wurde gut aufgenommen, Trainingseinheiten waren super und dann habe ich mich natürlich gerne für den OFC entschieden. Das freut uns, jetzt bist du hier, wir wollen aber trotzdem noch mal einen Blick in die Vergangenheit wagen. Wie hat das alles angefangen, wo hast du angefangen, welche Stationen hast du schon hinter dir? Ja, also ich habe natürlich bei mir im Dorfverein in Grümzell, wo ich aufgewachsen bin, angefangen, bin dann nach Fürstenfeldbruck in die nächstgrößere Stadt gegangen und dann damals mit 15 zu 1860 München in die Jugendakademie. Und habe dann da bis zu den Profis eigentlich gespielt. Und da sind wir dann leider damals abgestiegen in die vierte Liga. Und dann habe ich den Schritt nach Erfurt gewagt, was sich leider im Endeffekt nicht so positiv für mich herausgestellt hat. Bin dann wieder zurück nach München, nach Garching gewechselt, dort ein Jahr Regionalliga gespielt. War dann 2 Jahre bei Türkgücü München, Regionalliga und dritte Liga. Und bin jetzt letzten Sommer nach Augsburg gewechselt, habe dort in der zweiten Mannschaft gespielt. Und auch so ein bisschen als Führungsspieler dort agiert und jetzt bin ich froh, dass ich hier beim OFC bin. Was mich immer interessiert, vor allem bei Torhütern, warst du schon damals auch bei deinem ersten Verein immer schon im Tor oder hast du im Feld angefangen? Also ich habe damals, als ich mit 4 Jahren angefangen habe, gab es eigentlich keine andere Möglichkeit, dass ich ins Tor gehe, weil ich schon immer der Größte mit war. Und dann hat sich da auch recht früh herausgestellt, dass ich doch irgendein Talent dafür habe. Und mir hat es auch super Spaß gemacht im Tor. Und dann dachte ich, warum sollte ich jetzt aus dem Tor gehen, wenn es mir Spaß macht, es gut läuft. Und dann war ich eigentlich schon seit Kind immer im Tor gewesen, genau. Dafür geboren quasi. Jetzt hast du uns von deinen Stationen erzählt. Erfurt, Türkgücü München, 1860 München. Den Trainer kanntest du denn schon jemanden aus dem Kader auch, bevor du hierher gewechselt bist? Direkt noch nicht. Man kennt natürlich immer über Ecken immer Spieler, mit denen man selber zusammengespielt hat und kennt da so ein bisschen ein paar, aber direkt persönlich kannte ich noch keinen. Aber wie gesagt, ich wurde super von den Jungs aufgenommen, sind alles top Jungs und freue mich, dass ich auch Teil der Mannschaft sein kann. Teil der Mannschaft und ab jetzt auch Teil Offenbachs. Was kanntest du schon von der Stadt? Bist ein paar Tage jetzt hier, wahrscheinlich noch nicht ganz so viel. Und was hast du vom OFC schon gehört? Also von der Stadt kannte ich noch nicht so viel. Aber da ich ja jetzt schon seit knapp 1,5 Wochen hier bin, habe ich mir schon ein bisschen was angeschaut und fühle mich auch echt wohl hier. Ist natürlich aus München erstmal ein bisschen anders, aber fühle mich trotzdem super wohl und ich habe auch schon viel von den Fans hier gehört, dass hier ähnlich wie so eine Familie ist, dass hier viele, viele hinter dem Verein stehen und das ist einfach schön zu hören und freue ich mich dann auch endlich die Fans hier im Stadion begrüßen zu dürfen. Jetzt hast du es erwähnt, das ist ein ganz schöner Umzug aus Bayern hier jetzt nach Hessen, nach Offenbach. Guckst du dich hier auch auf dem Offenbacher Wohnungsmarkt um? Kommst du mit Familie, kommst du allein, kommst du mit Hund? Wie sieht es bei dir aus? Nein, also ich werde alleine kommen und Wohnungsmarkt bin ich und meine Mom ist auch schon so ein bisschen am Schauen. Natürlich auch Ziel ist, dass ich hier in der Nähe vom Stadion, vom Trainingsgelände bin, dass ich wirklich kurze Wege habe, dass ich auch Offenbach spüren, leben kann. Und da bin ich jetzt auf der Suche und hoffen halt, dass das schnell ein Ende hat. Du bist jetzt bei uns fürs Tor verpflichtet worden. Was würdest du sagen, sind deine Stärken zwischen den Pfosten? Also meine Stärken sind einerseits das Fußballerische. Also ich bin fußballerisch sehr gut ausgebildet worden, also ein mitspielender, sogenannter moderner Torwart. Und auch meine Stärken liegen natürlich dann auch im 1 gegen 1 und auf der Linie. So, das hätte ich jetzt in meine Stärken einsortiert genommen. Hört sich gut an. Jetzt hat die Welt und vor allem auch Deutschland schon sehr große Torhüter rausgebracht. Sepp Maier, Uli Kahn, Manuel Neuer. Was ist dein Vorbild? Hast du hier eins gehabt? Mein Vorbild war eigentlich immer Van der Sar, weil der eine ähnliche Statur hatte wie ich, auch vom Spielstil ähnlich war.
Und ich auch von, also meine Jugend so geprägt hatte, weil als ich jung war, er so in seiner Höchstform war und ich auch die Spiele dann immer gern von ihm geguckt habe und das eigentlich so mein Kindheitsvorbild immer war. Ja, also Man United auch genau. Fan ein bisschen gewesen, ja. Gut, zum Schluss, deine Ziele mit und bei Kickers Offenbach, auf was freust du dich am meisten hier? Natürlich, also mein Ziel ist es hier, so viele Spiele wie möglich machen zu können, dem Verein zu helfen, seine großen Ziele mit dem Aufstieg zu erreichen und am besten einfach die Spiele zu gewinnen, die Fans zu begeistern und eine erfolgreiche Saison hier zu spielen. Hört sich gut an. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Dankeschön. Danke.